Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema, wie geht es bei uns in 2024 weiter? Der Jahreswechsel steht ja kurz bevor. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Nach dem Intro legen wir gleich los. Ja, was haben wir in 2024 geplant? Natürlich ist nicht alles gebucht oder geplant, das ist ja klar, das kennt ihr sicherlich. Man kann nicht alles so haargenau vorhersagen. Manche Sachen muss man aber planen und für uns beginnt auf jeden Fall das neue Jahr schon mal sehr gut, nämlich mit Skiurlaub in Fieberbrunn. Genau, wir fahren am 2. Januar, also direkt nach dem Jahreswechsel nach Fieberbrunn. Das ist in Tirol. In Skiurlaub, dieses Jahr mal nicht ins Montafon, da waren wir jetzt ja jahrelang gewesen. Mm. Wir gucken uns einfach mal ein neues Skigebiet an und auch einen neuen Campingplatz und sind schon sehr gespannt, wie das wird. Wie gesagt, von heute abgesehen, in 10 Tagen geht es ja los. Also von daher nicht mehr so lange Zeit hin. Wir freuen uns. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Auch die Kinder freuen sich auch auf Skifahren. Also von daher wird das bestimmt ganz lustig. Endlich Schnee. Genau, ja, endlich Schnee ist ein Thema, weil überall in Deutschland gibt es Schneefälle ohne Ende. Nur bei uns ist er bis jetzt ausgeblieben. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Wir warten und warten. Aber wir sind es gewohnt, mit wenig Schnee auszukommen. Deswegen fahren wir halt dahin, wo welcher liegt. Das ist ja keine Frage, ne? Ja, wo wir gerade bei Urlaub sind, Mitte März fahren wir noch mal ein paar Tage weg. Da wollen wir jetzt die Kirsten und den Gerion besuchen, Campingplatz Hetzingen in der Eifel, das ist von uns aus nicht so weit. Das hatten wir letztes Jahr mal ausgemacht, noch nicht fix. Also wenn ihr beiden das Video guckt, wir werden uns bei euch melden. Mitte März haben nämlich die Kinder ein, zwei Tage frei, wegen Abi oder sowas, glaube ich. Gell? Ja. Und da wäre die Gelegenheit, nochmal wegzufahren. Das wollen wir gegebenenfalls nutzen. Dann Ostern fahren wir vermutlich wieder mit Freunden. Wäre schön. Wäre schön. Genau, die gucken das nämlich auch. Aber wir haben noch nichts gebucht. Aber Ostern, okay, da kriegen wir irgendwas. Hat bis jetzt schon immer so geklappt, das muss man sagen. Dann fahren wir Fronleichnam nochmal weg. Und im Sommer geht es dieses Jahr nochmal weiter in den... Dieses Jahr ist falsch, nächstes Jahr, aber ihr wisst, was ich meine. Nächstes Jahr nochmal weiter in den Süden, in Kroatien, auf die Insel Murter. Mhm. Da treffen wir auch wieder viele Freunde und Bekannte. Unter anderem freuen wir uns, dass unsere Bekannten aus Worms wieder mitfahren, dass wir uns mit denen da treffen. Sehr gut. Gemeinsame Bootstouren sind programmiert. Jawohl. Und es kommt noch ein Neubootsfahrer dazu, nämlich der Guido und die Melli von Ruhrpott Camping selber machen. Haben wir durch Zufall über Insta festgestellt, dass wir eine kleine Überschneidungszeit haben auf demselben Campingplatz im Sommer. Das war reiner Zufall, wir haben es nicht abgesprochen. Das ist auch lustig und der Guido macht ja gerade den Führerschein. Von daher ist er dann auch mit dabei beim Bootfahren. Das wird bestimmt ganz lustig da mit unten. Mit Sicherheit wird das lustig. Ja. Aber gut, ist halt noch ein halbes Jahr und noch länger hin. Es geht erst, ich glaube, Mitte Juli oder sowas geht es los. Also von daher haben wir noch ein bisschen Luft. Ja. Ja, und dann Herbst oder sowas, aber da haben wir noch nichts gebucht. Das ist ja noch lang hin. Also von daher schauen wir mal, das sind unsere Urlaube. Die Campingplätze, die wir dann bereisen, sind ja auch neu dabei, unter anderem dann in Kroatien. Die stellen wir euch logischerweise wieder vor. Ihr kennt das ja, die Campingplätze, wo wir hinfahren, stellen wir euch auch im Video vor. Das ist klar. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch nächstes Jahr, auch im Januar, wir kommen aus dem Skiurlaub, glaube ich, zurück. Eine Woche später ist dann die CMT in Stuttgart. Da bin ich wahrscheinlich alleine am Start, vermute ich mal. Vielleicht kommt der Tobi mit, ich weiß nicht genau, wie es klappt. Ich muss arbeiten. Nicole muss arbeiten, genau. Aber da will ich auf jeden Fall hin, weil Stuttgart ist nicht so weit weg und ist auch eine der größten Messe neben der Düsseldorfer Messe. Vielleicht fahren wir nach Essen auf die Reise und Camping. Da war ich auch in diesem Jahr. Ist kein Muss. Schauen wir mal, wo ich auf jeden Fall am Start bin. Oder vielleicht auch wir. Müssen wir mal gucken, wie es klappt. Ist in Düsseldorf wieder auf dem Caravansalon. Klar, das ist ein Pflichttermin, weil das ist halt die größte Messe. Und da werden, wenn überhaupt, wenn es Neuerungen gibt, die da präsentiert. Und ich glaube, das ist Ende August wieder. Ich habe jetzt nicht genau Datum im Kopf, aber Ende August ist dann in Düsseldorf wieder die Messe. Ja, da sind wir wieder am Start. Ja, was gibt es sonst Neues? Wir haben gerade einen neuen Mietwohnwagen, den haben wir schon einen Teil eingeräumt, Teil nicht. Wir werden keine Sackmarkise mehr haben. Wir kriegen von der Firma Berger das Luftsonnensegel. Das stellen wir euch noch im Video vor, weil das finde ich ein super Ersatz oder eine Alternative für eine Sackmarkise. Und die Vor- und Nachteile erfahrt ihr in dem Video. Also wenn ihr noch kein Abonnent seid von uns, abonniert den Kanal. Kommen bestimmt wieder ganz, ganz wichtige und tolle Inhalte für euch. Und da gibt es einen Inhalt, ein Thema, warum wir da wechseln, das erfahrt ihr dann in dem Video. Ich persönlich freue mich total auf das Westfield-Zelt, was wir bekommen. Stimmt. Im nächsten Jahr. Das ist so mein totaler Favorit für nächstes Jahr, da freue ich mich mega drauf. Genau, also wir hatten ja schon angeteasert, ich glaube in Freiburg war es letztendlich, dass wir das Westfield Pluto 2.0 bekommen, das Luftvorzelt.
Die Nicole will ja schon länger wieder ein normales Vorzelt haben. Wir haben ja bis jetzt immer die Markise mit Umbauseiten gehabt. Das ist auch okay, nur wenn es im Herbst und Frühjahr ganz kalt ist, ist so ein Vorzelt eigentlich besser geeignet. Gemütlicher. Gemütlicher. Auch für die Kinder vielleicht als Ersatz zum Zelt. Aber dann nehmen wir euch auch noch mit, wenn wir das Zelt bekommen. Das wird jetzt im Frühjahr so sein. Dann zeigen wir euch den Aufbau, was wir für Vorteile sehen, wie das funktioniert. Also da seid ihr auch wieder mit am Start mit Sicherheit. Genau, da haben wir auch noch so ein, zwei Ideen, was wir verändern wollen. Mal gucken, wie es genau klappt. Also das ist auf jeden Fall, was feststeht schon. Ja. Das ist schon soweit fix. Genau, endlich für dich, endlich, genau. Es gibt noch mehrere Ideen oder Umsetzungsmöglichkeiten, was wir machen könnten. Ist aber noch nichts feststehend. Wir kriegen ja viele Kooperationsanfragen inzwischen, machen aber auch wirklich nur die Kooperation, wo wir auch wirklich sagen, jawohl, das Produkt ist A gut und wir würden oder wollen es auch selbst nutzen. Alles andere würden wir euch nicht vorstellen, weil da können wir nicht mitreden. Ich will schon was selbst nutzen und sagen, jawohl, das kann ich auch wirklich guten Gewissens empfehlen. Natürlich gibt es beim Camping viele, viele Versionen und Facetten. Da kann jeder sich seine raussuchen. Aber unser Credo ist, wir stellen euch nur das vor, was wir selbst nutzen, was wir selbst gut finden. Und deswegen selektieren wir da schon ganz gut. Und das sind jetzt die beiden fürs nächste Jahr, auf die wir uns schon sehr freuen. Also könnt ihr euch auch drauf freuen. Mhm. Und vor allen Dingen gibt es auch überall eine Story dazu, warum jetzt Vorzelt oder warum jetzt das Sonnendach anstatt eine Sackmarkise. Da gibt es gute Gründe für. Genau. Aber die verraten wir dann erst, wenn die Videos kommen, weil sonst ist ja die Überraschung kaputt. Beziehungsweise die Information allgemein. Ja, das waren so die geplanten Neuerungen für nächstes Jahr. Schaut auch unbedingt mal in unserem Shop vorbei. Bei YouTube könnt ihr direkt abspringen oder auf unserer Webseite habt ihr einen Shop. Da findet ihr ganz, ganz viele Designs, wo wir Kleidungsstücke oder andere Sachen anbieten zum Kauf. Vielleicht ist da was dabei, was euch gefällt. Würde uns freuen. Es kommt auch ein neues Design, kam jetzt gerade dazu. Das habe ich gerade auf Instagram auch nochmal beworben. Schaut doch mal gerne rein. Vielleicht ist was dabei, was euch gefällt. Ja, und das war es schon so, was wir für 2024 bis jetzt geplant haben. Da ergibt sich auch immer so einiges übers Jahr hinein. Insofern müssen wir da mal abwarten, was da kommt. Lassen wir uns auch mal überraschen. So ein bisschen Planung macht man natürlich auch gerade, was Urlaub betrifft, so grob. Also man muss ja in der Firma seinen Urlaub abstimmen, ne? Jeder für sich. Gut, wir sind noch an die Ferienzeiten gebunden. Das ist auch immer etwas schwieriger wie anders. Und da muss man zumindest mal die Zeiträume festlegen, aber die Plätze und sowas macht man teilweise etwas spontaner. Klar, im Sommer ist es etwas schwieriger spontan. Geht natürlich auch, wenn man irgendwie nicht reservierbare Plätze anfährt. Wir würden aber gerne immer reservieren. Und im Sommer übrigens auf der Insel Mutter, haben wir noch gar nicht erzählt, stehen wir das erste Mal überhaupt in erster Reihe am Meer. Mhm. Freuen wir uns auch schon drauf, ist ein total geiler Ausblick. Und der Campingplatz hat auch einiges, aber wir verraten nicht so viel. Das seht ihr dann, wenn wir dort sind. Ja, dann würden wir sagen, kurz vor Weihnachten, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Eine schöne Weihnachtszeit, frohe Festtage mit eurer Familie und kommt gut ins neue Jahr. Es kommt nächste Woche nochmal ein Video zum Jahresabschluss, ein ganz besonderes Video, verraten wir noch nicht so viel. Das haben wir auch schon gefilmt, das ist auch wirklich interessant, aber man kann es natürlich sehr, sehr differenziert diskutieren. Aber seid gespannt, ist glaube ich ein großer Unterhaltungsfaktor, glaube ich auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten, schöne Weihnachtszeit, macht's gut, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall ein Like da und schreibt gerne Kommentare, das würde uns immer freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.